Für die Studierende der Klasse für Schmuck und Gerät in der Akademie der Bildenden Künste war dieses Projekt eine ganz tolle Herausforderung. Ein Punkt, was der Arbeit mit der Ausstellung uns gebracht hat, ist eine neue Reflexionsebene der eigenen Arbeiten. Also gerade in der Vergleich, so Arbeiten aus der 19. Jahrhundert, entsteht auch ein Bewusstsein von den Themen, die wir heute bearbeiten und wie sie früher bedacht wurden. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Thema Natur. Hier neben mir ist eine Brosche von Patrick Graf, die Krabbe. Die Brosche ist entstanden aus Plastik, die er am Strand gesammelt hat, also Plastikmüll, wie es so häufig leider heute vorkommt. Und die zwei Plastikteile sind mit Birkenteer zusammengeklebt. Birkenteer wird als die älteste Kunststoff der Welt bezeichnet, weil es schon seit Urzeiten verwendet wurde, um Sachen zu kleben. Das ist natürlich eine wunderbare Reflexionsebene, wie wir heute über Natur nachdenken. Also wenn die Studierenden mit Natur arbeiten, dann ist es kaum möglich, sich vorzustellen, dass nicht auch Thema Umwelt ein Teil der Auseinandersetzung wird. Und ich glaube, anhand von den zwei Arbeiten erklärt das sich sehr gut.